Es begrüßt Sie wohl Fuß und bei mir ist der Fußballexperte Hansi Küpper. Und los geht's. Jetzt ist Übersicht gefragt. Langer Pass nach vorne. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Der Ball kommt durch. Er kriegt den Ball. Nuri Sahin. 15 Minuten der ersten Halbzeit sind vorbei. Nuri Sahin. Das kann interessant werden. Das kann interessant werden. Und jetzt versucht es. Das war nicht schlecht, aber das muss auch optimal sein, wenn du aus dieser Entfernung das Tor machen willst. Hier ist Sackgasse. Weiter geht's mit einem Eingriff. Lars Bender. Der Ball ist über die Linie und das gibt Einwurf. Mkhitaryan. Gut gemacht, gut abgefangen. Ein langer Ball nach vorn. Da ist die Möglichkeit. Hoch und weit und erstmal durchatmen. Nuri Sahin. Stand gut, um dazwischen zu gehen. Gut abgefangen. Er schickt ihn in Richtung Eckfahne. Abnehmer gibt es genug. Auf den Kopf. Und damit geht Bayer in Führung. Das war das erste Tor des Spiels. Das schaltet er am schnellsten. Er ist ein ganz abgezockter Spieler und das macht dich hier bezahlt. Den Abpraller hat er verwandelt. Leverkusen mit einem Tor vorne will die Führung natürlich halten. So kennen wir ihn. Er zweifelt nicht. Der Unparteiische bittet zur Pause.
trotz des Rückstandes hat man nicht schlecht gespielt. Sie müssen weiter an sich glauben und dann wird man auch Erfolg haben. Willkommen zurück zum Anstoß in diese zweite Halbzeit. Wer kriegt denn den Ball? Er treibt den Ball durch. Was für eine Chance. Ich sehe Fassungslosigkeit in Ihrem Blick. Sie wissen ganz genau, was Sie hier liegen gelassen haben. Und abgefangen. Fantastisch gemacht. So kennt man ihn. Da lässt er den Gegner ganz, ganz. Der Ball ist im Netz. Jetzt kommt der nötige Ausgleich. Ganz starke Leistung. Und wenn du mich fragst, wer wird das Ding hier am Ende gewinnen, dann ist im Moment Tendenz diese Mannschaft. So, Hansi. Und jetzt bist du dran. Hat gerochen, wo der Ball hinkommt. Und das, was er dann mit dem Ball anstellt, das ist Extraklasse. Ein schönes Tor. Wir sind auf Remikus. Die Koordinaten dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Stark gemacht, der Konter läuft. Er versucht es auf eigene Faust, allerdings ohne Erfolg. Schwacher Ball, leicht abgefangen. Lars Bender. Es sieht gut aus. Er schießt aufs Tor. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Da hat er geahnt, wo der Ball hinkommt. Und er hat ihn sich erobert. Schöner Gegenangriff. Nur der Abschluss, der stimmt noch nicht. Und jetzt schießt er. Da ist es passiert. Wenn man das hier so sieht, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, das wird noch heiter. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi Küpper? Das ist ja so etwas wie der Kollektiv-Blackout in der Hintermannschaft. Der Gegenspieler steht völlig frei und kann den Ball in aller Ruhe genüsslich versenken. Unfassbar. Und sein zweiter Treffer in diesem Spiel. Das ist die Führung. Hut ab, Chapeau, Kompliment. Diese Mannschaft hat Moral. Sie hat das Spiel gedreht. Das war ein Foul. Hoher Ball nach vorne. Der Torhüter steht hier exzellent zum Geschehen. Kostas Stafilidis. Und der Schiedsrichter macht dem Ganzen hier ein Ende. Viele Mannschaften hätten nach diesem Spielverlauf schon längst die Flinte ins Korn geworfen. Dieses Team hat wieder mal Charakter gezeigt und hat das Spiel noch gedreht. Ich bin für eine neue Spielzeit. So unterhaltsame Partie.